Kiesler wurde 1890 in Czernowitz geboren. Er ging nach Wien, um hier zu studieren, zuerst an der Technischen Hochschule, schließt sein Studium nicht ab, geht dann an die Akademie der Bildenden Künste, schließt dort auch sein Studium nicht ab. Er verbrachte sehr viel Zeit in Kaffeehäusern. Dort hat Kiesler einerseits durch sehr provokative Reden auf sich aufmerksam gemacht und so ist dann auch sein erster Auftrag, nämlich interessanterweise in Berlin und nicht in Wien, zustande gekommen. Karl Čapeks ROR oder auf Deutsch WOR, dieser Roboter-Utopie, dafür hat er dann eben in Berlin ein Bühnenbild gestaltet und mit dieser Arbeit ist er im wahrsten Sinn des Wortes auf die Bühne der Avantgarde gesprungen. Lichter, Megafone sprachen die Bestellungen, die Fabrikationskurve wurde angezeigt. Es gab sogar eine Art Vorform des Fernsehens, ein sogenanntes Tanagra-Theater. Das Neue war, dass diese Apparaturen funktioniert haben und in das Stück eingriffen. Frühe Arbeiten, auf die er sich dann später immer wieder bezieht aus der Wiener Zeit. Da ist sicherlich zu nennen die Raumbühne in Wien, die er als Zentralstück in seine Theaterausstellung im Wiener Konzerthaus im Mozartsaal platziert. Dass diese Spiralenform, die Sie da hier sehen, wie sich diese Rampe in einer spiralenförmigen Windung hinauf zu diesem Ring windet und dann hier oben nochmal drüber ist diese runde Plattform gesetzt, ja, das spiegelt alles Dynamik, Tempo wider. Auf die nimmt er dann Bezug in seinen Arbeiten in Paris. Dort entwickelt er ein Endless Theater, in dessen Zentrum natürlich diese Raumbühne stehen würde. Und diese Endless Theater-Gebäude sind wiederum jener Bezugspunkt, auf den er dann, wenn er später über das Endless House spricht, in den 50er und 60er Jahren, auf diesen Punkt dieser Endless Theater bezieht er sich dann immer wieder. Aus diesen in Wien bzw. dann später in Paris entstandenen Projekten würde er seine Idee des endlos fließenden Raumes dann vom Theatergebäude in das Einfamilienhaus, in das Single Family Home übertragen. Mr. Kiesler, why is the house called the Endless House? Well, let me make you a very simple sign, you know, the sign of infinity. You know that sign? Yes, indeed. Now, you see, that could be a two-room endless house, a two-space endless house, or there's the continuity in a three-room, three-area unit, one, two, three. You see, we are now living in boxes, no matter how many boxes we have, or how many boxes they are construed to make one apartment or one house. There are still very tight enclosures which cannot be moved, which cannot be opened up to our desires. The endless house principle is a continuous flow of areas, of spaces. It begins with a new concept of space, doesn't it? Your concept of a new concept of space, and a new concept of space begins simply with a new feeling for life, a greater liberation of your personality, of your individuality, a greater independence, and that the house should respond to your individual needs at the moment. Kiesler hat immer von der Idee endless, endless als Form, die in sich nicht endet, geträumt, schon sehr früh, und hat dann 1950 ein erstes kleines Modell gemacht. Auf eine Idee, die in die 30er Jahre zurückgeht, dass ein Ei, ja, keine Säulen braucht, um sich zu halten. Das heißt, das Ei trägt sich selbst. Und das war die Idee, und er hat eigentlich damit das alte griechische Tragen- und Lastensystem weggeschafft. So, it is still the old-fashioned way of doing a thing, but in that period, that was the best one can do. Today, we can do it differently. We have reinforced concrete,
We don't need any columns, we don't need any beams, we just continue the shell from the floor up into the wall, into the ceiling, and back into the wall. That doesn't mean that the house has to look like an egg. It can have any shape and form as long as the floor, sides, ceilings are so coordinated that they form an integrated unit which is independent of digging in into the ground. You just make, as we can have today, our normal language, a launching pad for us, that's all. Da kann man sehr gut die Arbeitsweise von Kiesler zeigen. Kiesler erste Inspiration kommt aus diesem Theatralischen, ja, und aus dem Begriff Raumbühne geht er dann in ein anderes Medium, in die Städteplanung, wenn man so will, über und schafft das Wort Raumstadt. Nach diesem Erfolg dieser internationalen Ausstellung Neuer Theatertechnik, das war wirklich ein europäischer Erfolg, muss ich sagen, wurde er beauftragt für die große Ausstellung Art Dekorativ in Paris 1925. Und damit erregt Kiesler in der internationalen Kunstwelt, die damals in Paris versammelt war, ungemeines Aufsehen. Und da taucht auch eine Amerikanerin auf, und zwar die Jane Heap. Sie ist Herausgeberin eines Avantgarde-Blattes, eines amerikanischen, The Little Review, und lädt Kiesler ein, 1926 in New York sozusagen die dritte Version seiner Theaterausstellung zu gestalten. Und Kiesler kommt in New York an und da gibt es dieses wunderbare Foto, wie der Europäer Kiesler noch in seinen Gamaschen bitte vor den Kisten mit den Objekten für die International Theatre Exposition, wie er da am Quai steht, erwartungsvoll, was nun passieren wird. Ja? Eigentlich war ja geplant, dass er dann wieder zurückkehrt nach Europa, aber diese Stadt, die packt ihn, die lässt ihn nicht los. Und Kiesler entscheidet sich zu bleiben. So Kiesler was one of a number of European emigres who really provided a shot in of energy into the whole debate around art and design and the interrelationship of art and design in the United States. Der eigentliche Durchbruch passiert dann erst später mit seiner Arbeit für Peggy Guggenheim. Wir haben da ein ganz ein tolles Dokument, einen Brief, wo sich die Peggy an den Kiesler wendet. Dear Mr. Kiesler, I want your help. Will you give me some advice about remodeling two tailor shops into an art gallery? Und da bittet sie ihn, ihre Galerieräume zu gestalten. Let me perhaps digress a little bit and show one object that I designed in 1942, which explains this approach to design very well. It was the Peggy Guggenheim Gallery in New York, and the fundamental problem was how to relate the visitor to the paintings which were exhibited on the walls. Now, as you know, in museums or galleries today, there are straight, long walls, and the paintings are hung like linens on a line. So here you see an object, which is a rocker. This rocker had, in that exhibition of Miss Guggenheim, 18 different uses. I think in this room you will see four uses of the same object illustrated, each to give greater comfort to the visitor. Thank you.
Das choralistische Instrument, das Friedrich Kiesler 1942 für die Art of the Century Galerie von der BG Guggenheim kreiert, ist sozusagen auch das Instrument oder das künstlerisch gestaltete Objekt, das den Namen der Theorie, die dahinter steht, trägt. Hier schreibt Kiesler, we live through Coriolism. Science, art and philosophy try to make us understand this fact. More and more, deeper and deeper, richer and richer. All our being is conditioned by a consciousness of Coriolism. Und etwas, was ganz wesentlich ist, ist, dass der Coriolismus, die Theorie, ja davon ausgeht, dass energetische Kräfte wirken in unserem Umfeld und uns auch beeinflussen, in unserer Tätigkeit und auch in unseren Gefühlen. Und dass die bewegte Form, die biomorphe Form des Objekts selbst, schon diese wesentlichen Aspekte seiner Theorie auch in sich trägt oder zur Anschauung bringt, nämlich Wandel und Anpassung. He was a thinker, and a thinker in so many diverse ways, from environmental to ways of really being. The Endless House kind of says it all. He would have us live forever and ever in a certain free space, undefined by walls. His grottos of meditation, key word, meditation, of introspection and of providing vehicles for introspection, which is highly personal. The shrine of the book is shape and form of the breast. It's completely suggestive, perhaps, and it's protective. It's protective of what it holds in thrall. Kiesler was as much about, I think, ideas of eternal truths. Diese Endlosigkeit bedeutet auch so etwas wie ein offenes Kunstwerk, ein Kunstwerk, das Kiesler selbst zwar verfolgt, aber nie abschließt. That radical position that he had at the time he had it was part of a zeitgeist, part of a situation that was all around him. But he was also able to bring it by accident, really, into the American scene, into the New York scene, and became a kind of conduit between the European avant-garde and the American situation. Kiesler ist einer der wenigen österreichischen Künstler wirklich von internationaler Bedeutung. Er verbindet das 20. mit dem 21. Jahrhundert. Er verbindet die Wiener Werkstätte, das Geistesleben um 1900 in Wien, Otto Wagner, Adolf Loos, mit der Gegenwart, mit der zeitgenössischen Kunst, mit dem interdisziplinären Ansatz der heutigen Kunst, der heutigen Architektur, der heutigen Theorie, vor allem auch mit seinem Hauptwerk des Co-Realismus, und das ist seine Bedeutung, und die wird, davon bin ich überzeugt, auch in den kommenden Jahren sehr wahrgenommen werden, auch dank der Arbeit der Friedrich-Kiesler-Stiftung in Wien.